Wir stehen jetzt im Musée du Louvre in Paris, wo diese Ausstellung parallel zur Ausstellung der Gemälde im Centre Pompidou stattfindet. Ja, die Ausstellung ist basiert auf dem Gedanken, dass wir ausgehen von einem der vom frühesten existierenden Werk auf Papier, Elbe, 1957, und auf der anderen Seite November, das jüngste Werk auf Papier, und dass wir die Ausstellung zwischen diesen beiden Werken organisiert haben. Und dazwischen haben wir eine Auswahl, ich denke doch, der meisten typischen Phasen von Richters Arbeiten auf Papier zusammengestellt, Wasserfarben, Zeichnungen, sodass die meisten Motive und Techniken und so weiter vorkommen. Und das alles mit Hilfe von vielleicht 4 oder 5 Sammlungen, denn es musste etwas schnell gehen. Und es war doch möglich, denke ich, einen substanziellen Überblick über seine Arbeit auf Papier zu geben. Ich glaube, dass die beiden Medien, Malerei und Zeichnung, sicher ineinander spielen, aber insofern, als Richter ja viel seltener gezeichnet hat und die Malerei dominierend ist, kann man das wahrscheinlich nur am Rande auch so sagen. Für Richter war ja die Zeichnung nicht eine Studie für die Malerei, sondern etwas vollkommen Unabhängiges, das von Zeit zu Zeit geschah. Und insofern gibt es vielleicht einen Moment, Ende der 70er Jahre, einen Moment des Zweifels, einen Moment der Veränderung in seinem Werk, wo er auf die Zeichnung oder Aquarelle Bezug nimmt, Bilder abzeichnet oder abaquarelliert und nach den Aquarellen wieder Bilder malt, wo es also eine Art Austausch gibt. Aber nicht im Sinne von Studien, sondern eine Art Übersetzung vom einen Medium ins andere. Die meisten Werke sind ja abstrakt. Und wenn überhaupt ein figürliches Motiv gezeichnet wird, dann ist es eigentlich nicht in der Malerei vorhanden. Es hat einen anderen Status. Es ist vielleicht auch weniger wichtig, es ist vielleicht auch beiläufiger. Es hat nicht, vielleicht ist es nicht so scharf gewählt, wie diese Motive die Richter in den figürlichen Bildern malt. Und die wenigen Motive, die er gezeichnet hat, zum Beispiel die Gruppe von Kugeln, von Stahlkugeln, das sind ja Arbeiten, die es gibt als physische, als Metallkugeln. Und sie haben ihn stets fasziniert, als wegen des Spiegelmotivs. Und darauf sind diese Zeichnungen entstanden, wo aber der Spiegel keine Rolle mehr spielt. Hingegen gibt es keine Gemälde, die mit diesem Motiv umgehen. Das wäre nur ein Beispiel. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass sich diese Motive gegenseitig ausschließen. Ich hatte vergessen, dass neben Elbe und November in der Ausstellung ein dritter großer Zyklus zu sehen ist, nämlich die sogenannten Halifax-Zeichnungen, die 78 entstanden sind, als Richter eingeladen war, in Halifax auf Nova Scotia zu unterrichten. Und weil er keine Möglichkeiten zu malen hatte, zeichnete er. Und so ist eine ganze Sequenz von Zeichnungen entstanden, die jeweils sozusagen Zeichnungen in der Zeichnung sind, Bilder im Bild. Und man könnte sagen, dass sie eine Art Erinnerung an die klassische Moderne sind, an die Abstraktion, an die Geschichte der Abstraktion im 20. Jahrhundert, an die sich Richter so vorsichtig herantastet, um sie eigentlich sogleich wieder zu verwerfen. Das heißt also, die Geschichte ist da, sie ist bedacht, aber eigentlich ist es klar, dass diese Art von Abstraktion so nicht mehr weiter gemalt oder gezeichnet werden kann. Ein typischer Gestus, denke ich, für Richters Arbeit überhaupt. Neben den abstrakten Zeichnungen, neben den figürlichen Zeichnungen, gibt es auch einen ganzen Block von Plan- und Projektzeichnungen, der vielleicht weniger bekannt ist. Aber man darf nicht vergessen, dass in den 60er Jahren die Projektzeichnung durch den amerikanischen Minimalismus und Konzeptualismus in Europa sehr präsent war und dass Richter eigentlich darauf reagiert, indem er seine Projekte zeichnet in einer sehr nüchternen zeichnerischen Sprache, womit er vielleicht auch eine Antwort auf Duchamp und überhaupt auf das ganze Erbe dieser konzeptuellen Zeichnungen im 20. Jahrhundert gibt. Für ihn sind es aber sehr praktische Zeichnungen, die wiederum mit der Malerei zu tun haben, mit der Konstruktion von Situationen für die Präsentation seiner Bilder oder eben auch der Spiegelwerke, die ihn um diese Zeit beschäftigt haben. Eine große Gruppe von Zeichnungen entstand 1999 im Hinblick auf die erste Retrospektive der Zeichnungen, die damals vom Kunstmuseum Winterthur organisiert wurde. Und diese Zeichnungen, ungefähr 30 an der Zahl, haben ja etwas sehr Landschaftliches, sind das alles Querformate, es sind imaginäre Landschaften und auffällig ist, dass Richter hier eine zeichnet, schummert, also tonige Szenen schafft, aber dann auch eben negativ schafft, indem er drin Lichter setzt, indem er mit dem Radiergummi auch das Blatt weitergestaltet. Man könnte natürlich hier an viele Vorbilder im 20. Jahrhundert denken, Alberto Giacometti oder andere Zeichner, die ebenfalls sich stark mit dem positiven, negativen Gestaltungsprozess des Zeichens auseinandergesetzt haben, mit dem Setzen einer Markierung und ihrem Auflösung, Zerstörung. Das kann hier auf verschiedenste Weise geschehen und ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel.
November ist eine Gruppe von Arbeiten, die eigentlich ganz zufällig spielerisch entstand. Auf dickem Papier, das sehr saugfähig ist, tropfte Richter Tuschefarbe und war erstaunt, was sich da für Wirkungen ergeben. Das Durchschlagen auf die Rückseite, das Durchschlagen auf weitere Blätter. Und so entstand eine Sequenz von insgesamt 27 Arbeiten, die eben vorder- und rückseitig bearbeitet sind. Richter spielte dann mit dem Effekt, dass eben die Rückseite immer die Vorderseite spiegelt und stellte Faksimiles her, um die Vorder- und Rückseiten nebeneinander zeigen zu können. Und so entstand aus dieser eigentlich einfachen, spielerischen Arbeit auf den Blättern mit der Zeit, mit den Überarbeitungen, mit diesen Faksimiles, eine sehr komplexe Serie, wo Richter dann eben auch mit den Verhältnissen von Vorder- und Rückseite, von positiv, negativ und den Spiegelungen umgeht. Und wie es vielleicht bezeichnend für ihn, hat er sich dafür Zeit genommen, zuerst diese Arbeiten gemacht, sie auf die Seite gelegt, ein paar Jahre später wieder hervorgenommen, um sie dann überhaupt in diese Form zu bringen. Diese Art von Rückschau, diese Art von Bedächtigkeit, denke ich, kommt hier sehr schön zum Ausdruck. Aber es ist ja etwas, was auch seine Malerei kennzeichnet. Das geht ja auch nie in einem Gang, sondern immer wieder mit Selbstkritik und immer neuen Anläufen.